Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Kein Knutschfleck, ehrlich nicht. Ist von Leo. Der hat seinen Hinterlauf mir gerade so in den Hals reingedrückt. Jetzt fragt sich jeder, wie ich den gehalten habe. Ich habe ihn ganz normal gehalten, aber der krabbelt immer so gerne hoch und dann macht er. Und das ist, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch ein kleines bisschen Graf Dracula ist. Ich meine ja bloß, ich denke nur wieder drüber nach. Na gut, heute ist bei mir immer noch der 8.2. Also ich kann euch nichts Neues erzählen, aber mir ist aufgefallen bei meinem Update-Video, ich habe einen Fehler gehabt. Ich habe gesagt, bei mir läuft eigentlich gerade alles recht gut, aber ich habe was Wichtiges vergessen. Also ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar 2017 habe ich ja den kleinen Mann bekommen. Ihr wisst schon, Leo. Den süßen, kleinen, schwarzen Mann hier. Und mein Kaninchen. Für alle, die noch nicht lang dabei sind, ich habe einen Hasen. Der heißt Leo. Eigentlich heißt er Lionel, Patrick, Bugs, Bunny, Riedmeier, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall hat der anfangs, als er klein war, einen unglaublichen Lärm gemacht. Nachts vor allem. Und ich bin jemand, ich arbeite gern bei Nacht und ich bin auch dann eher fit. Und dann war es so, dass ich nichts tun konnte, weil der hat immer gescharrt. Der ist im Stall rumgerannt. Der war so laut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ohne Witz, teilweise hatte ich das Gefühl, er ist lauter als ein startendes Flugzeug. Ja, und dann war es so, dass meine Mutter und ich, weil das halt nicht so ging, uns überlegt haben, was wir machen können. Dann habe ich gesagt, ich brauche einen Kopfhörer. Irgendwas über den Kopf drüber. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall haben wir dann einen Bluetooth-Kopfhörer genommen, der richtig gut die Geräusche abdämmt. Und ja, den habe ich dann auch, den benutze ich auch, habe ich dann auch jeden Tag fast benutzt. Nur so manchmal nicht, wenn er eh schon müde war, dann habe ich gesagt, ja, nee, muss ja nicht. Und ich habe den aber immer mit dem Kabel benutzt. Also das Bluetooth war seltenst an, weil davon habe ich immer voll die Kopfschmerzen gekriegt. Und ja. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann vor ungefähr 3, 4 Monaten habe ich den Kopfhörer aufgesetzt und habe ihn wie immer eingesteckt und es kam kein Ton. Nichts, also er war total still. Ich habe den also mit dem Kabel und nichts ging. Da habe ich so gedacht, hä? Und dann habe ich eben den wieder weit, habe ich den also nochmal abgesetzt, neu reingesteckt und so weiter, nichts ging. Dann habe ich irgendwann mal so gedacht, okay, vielleicht braucht er auch für das, also für diese Art von Benutzung ein bisschen Strom und habe den dann auf jeden Fall aufgeladen und dann ging es auch wieder. Da habe ich mir nichts mehr dabei gedacht. Und dann vor ungefähr, es war glaube ich am Mittwoch dieser Woche, war es dann so, dass ich dann den wieder aufgesetzt habe und wieder kein Geräusch. Und dann habe ich den auf jeden Fall wieder aufgeladen. Und dann habe ich mir nichts dabei gedacht, wie immer, habe weiter benutzt. Und dann, es war dann irgendwann morgens und ich hatte wirklich schon, ich hatte so Kopfschmerzen. Ohne Witz, ich habe echt gedacht, ich sterbe jetzt vor Kopfschmerzen. Na, Mama, das war übel. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist nicht normal. Und dann habe ich, oh, Leo, du wischelst. Ich sag dir, Leo, du riechst nicht Fisch, du riechst nicht frisch, du riechst nach Fisch. Das wäre es gewesen, nicht. Du riechst frisch und riechst nach Fisch. Nein, nee, das war das. Vorsicht, ich konnte nicht mehr heben. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich echt fiese Kopfschmerzen hatte. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, also da stimmt was nicht. Und dann bin ich auch wieder zurück in mein Zimmer. Und dann habe ich den nochmal angeguckt. Da habe ich gesehen, also der war immer auf Aus. Also wirklich immer. Und dann leuchtete da eine Lampe. Da habe ich mir so gedacht, hä? Und dann habe ich den auf jeden Fall wieder ins Dings reingesteckt, im Computer. Und dann habe ich ihn rausgezogen und dann meint das Gerät plötzlich, sie können jetzt koppeln. Please couple this Bluetooth. Und dann habe ich so gedacht, hä? Vor allem, wenn er auf Aus war. Also der hätte gar nichts sagen dürfen, da hätte nichts passieren dürfen. Dann habe ich auf jeden Fall nochmal geguckt. Dann habe ich ihn nochmal angemacht, nochmal ausgemacht, falls ich auf den Dinger drauf gekommen bin.
Und dann war er auch wieder aus. Dann habe ich ihn nochmal mit dem PC verbunden, weil ich mir so gedacht habe, guck mal besser nach. Und hat er wieder angefangen zu plappern und ich dachte nur so, oh nein. Und vor allem war ich echt so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte lass ihn nicht kaputt sein, bitte lass ihn nicht kaputt sein. Und dann habe ich noch mal außen angemacht und dann hat immer noch dieses blöde Licht geleuchtet. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, nein. Dann bin ich auf jeden Fall. Da muss man sich nicht freuen, Leo. Da muss man sich nicht so freuen, entschuldigt. Meine Nase wirkt gerade, als ob man im Lotto gewonnen hätte. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich da meiner Mutter einen Brief geschrieben habe, wütend ins Bett gestampft bin und sie ihr nochmal schnell gesagt habe, bevor. Und dass ich ihr gesagt habe, sie möge mir doch bitte die Rechnung raussuchen, dass wir es reklamieren können. Und dann ist rausgekommen, reklamationstechnisch 4 Monate. 4 Monate. 4 Monate zu spät. Garantie. Ja, von der Garantie zum Reklamieren war ich 4 Monate zu spät. Das ist echt immer so. Die Elektronik geht so kurz nach dem Ablaufen von der Garantie kaputt. Ja, nein. Nein. Gut. Ja, auf jeden Fall, die Garantie geht wirklich kaputt, aber mein Hase darf nicht kratzen, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall haben wir dann die Firma angerufen und die haben mir dann den Tipp gegeben, ich soll doch den aktualisieren über den Computer. Ich soll dann noch über die App den zurücksetzen und dann sei und dann, wenn es dann noch immer nicht funktioniert, soll ich mich nochmal melden. Und dann war es dann auch so, dass ich das versucht habe. Und dann habe ich ja schon mal eine App für dieses Gerät runterladen müssen, bis ich gerallt habe, wie die funktioniert. Bin ich erst mal am Punkt gewesen, wo ich verzweifelt war. Dann wollte ich auch schon wieder anfangen, loszuheulen. Da habe ich meine Mutter so ich bin kurz vor dem Losheulen mit bibbernder Lippe angerufen. Mami, die App funktioniert nicht und nichts geht. Dann hat meine Mutter so zu mir gemeint, versuch's halt mal mit einem anderen Kabel. Und ich so, ich hab doch schon das richtige Kabel. Und dann dachte ich so, ach ja, warte mal, das Kabel, das ich benutzt habe, ist ja nur ein Aufladkabel, da kann ich keine Daten transferieren. Anderes Kabel versucht, dann ging's auch. Aber dann habe ich es immer noch versucht, mit der App zu koppeln und da hat es immer wieder angezeigt, dass gar nichts geht. Und dann hab ich auf jeden Fall nochmal angerufen. Und dann hat die Frau vom Support, hat dann auch gesagt, ja gut, dann geht da nichts, dann ist das wirklich kaputt. Und das Ding ist, den ich habe, den gibt es nicht mehr. Also ein 1-zu-1-Austausch ist nicht möglich. Aber das Nachfolgemodell gibt es noch. Gibt es nicht nur noch, sondern gibt es halt. Und das hätte aber mehr gekostet. Und dann hätte man ein bisschen was draufzahlen müssen. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, ich glaube, ich frage lieber mal meine Eltern, ob das in Ordnung geht. Dann habe ich zu meinen Eltern gewatschelt, so bip, 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 bip. Treppchen laufen, Treppchen laufen. Und dann bin ich bei meiner Mom gestanden und dann hat meine Mom auch das Telefonat übernommen. Und entschuldige übrigens, dass ich dich da einfach so überfallen habe an dem Tag. Ich War weiß, nicht dass du so das gut. hast, aber ich wusste echt nicht, weil ich konnte die Entscheidung halt nicht treffen. Ich konnte nicht sagen, ja, machen wir. Ohne da mit euch Von dem drüber. heraus auch okay, sonst hättest du gerade die Innenpredigt gekriegt. Und dann habe ich auf jeden Fall meine Mutters Telefon gegeben. Und dann hat mein Vater war zum Glück auch gerade da, weil bei solchen Sachen muss erst Budget freigeben. Hashtag von Eltern abhängig. Hashtag zum Glück bin ich Papas einziges Kind. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass mein Vater dann auch gesagt hat, ja, es geht voll in Ordnung. Also es geht in Ordnung. Voll in Ordnung nicht, aber es geht in Ordnung. Und dann hat meine Mom halt das fertig gemacht und hat E-Mail hingegeben und dann wollten sie uns eine E-Mail schreiben. Ich habe gerade schreiben gesagt. Schreiben. Nur zur Sicherheit. Ja, und dann am nächsten Tag kam die E-Mail immer noch nicht an und dann haben wir nochmal anrufen müssen. Aber dann hat es dann geklappt und dann haben wir am selben Tag auch noch das Paket fertig gemacht. Und dann mussten wir uns mit UPS rumschlagen. Und die Geschichte erzähle ich euch in einem anderen Video. Ich weiß, wie man einen Cliffhanger macht. Also, nein, lass es.
Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch die, ob ihr die UPS-Geschichte überhaupt hören wollt oder ob das voll langweilig ist. Ihr könnt mir aber auch andere Sachen reinschreiben. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns beim nächsten Video mit einem anderen Thema und bis dahin. Tschüss!